Wach endlich auf, wenn es um deine Finanzen geht. Wenn du noch darauf hoffst, dass alles gut wird, dann hast du ein Problem. Die Hoffnung stirbt zuletzt, aber sie stirbt. Es ist jetzt wichtig, dass du Eigenverantwortung zeigst für deine Altersvorsorge und deine Geldanlage. Denn wo wir uns sicher sein können, ist, dass wir dem, was die Politiker uns sagen, nicht vertrauen können. Denn sie meinten auch, dass die Renten sicher sind, sagten allerdings nicht, in welcher Höhe. Genauso gut hatte ja auch niemand die Absicht, eine Mauer zu bauen. Also legen wir doch lieber unser Leben in unsere eigenen Hände und holen uns dafür Unterstützung. Was auch nicht wirklich hilft, sind die Banker mit ihren unendlichen Versprechungen oder die Versicherungsvermittler mit ihren garantiert guten Zinsen und auch noch ganz zu schweigen von wahllos verteilten Bausparverträgen in der Bevölkerung. Und dieser Appell geht ganz besonders an alle Riester-Sparer. Ihr werdet damit höchstwahrscheinlich nichts Spürbares erreichen, außer euch jeden Tag einreden zu können, ihr habt ja wenigstens irgendetwas gemacht. Weil nur das Gefühl, irgendetwas gemacht zu haben, bringt euch auch nicht wirklich Geld. Und bei Bausparern könnt ihr zu 99% sicher sein, dass die euch nicht retten werden. Das liegt daran, dass die Zinsen in der Ansparphase viel zu gering sind und auch das verlockende Angebot der angeblich niedrigen Baufinanzierung im Nachgang absolut uneffizient ist. Auf der anderen Seite lässt sich auf jeden Fall eine Sache beobachten, und das macht mich wirklich auch glücklich, dass immer mehr Menschen wirklich bereit sind und sich informieren über YouTube, über Fachbücher, über Webinare, über Bücher zu Finanzen und sich halt eben auch wirklich mal mit seinen psychologischen Mustern auseinanderzusetzen. Also dafür meine Hochachtung an all diejenigen, die damit angefangen haben und die das auch weiterführen. Das Tolle ist, dass dadurch, dass ihr jetzt dieses Video schaut, die Chance habt, euch selbst einen Weg zu erarbeiten, um finanziell frei und unabhängig zu werden. In erster Linie seid ihr dann unabhängig von schlecht ausgebildeten Beratern, von denen es leider Tausende da draußen gibt. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass euch das sogar schon passiert ist, auch wenn ihr das vielleicht momentan noch gar nicht wisst. Auch dazu könnt ihr uns natürlich gerne kontaktieren, damit wir einfach mal zusammen mit euch eure Verträge anschauen. Um herauszufinden, ob ihr vielleicht einfach zu viel zahlt, die Kosten viel zu hoch sind oder ihr diese Verträge vielleicht auch gar nicht benötigt. An alle, die sich finanziell fortbilden, tut das bitte weiter und hört damit auch nicht auf. Und eine Empfehlung noch von mir, dass ihr bitte nicht all in geht, wenn ihr gerade am Anfang seid. Wenn du dich dazu entscheidest, dir jemanden an die Seite zu nehmen, der dich genau dabei unterstützt, wie wir das beispielsweise auch machen, dann profitierst du davon, dass der Coach für dich da sein kann, wenn du es mal nicht bist oder auch nicht weiter weißt. Beispielsweise in Krisen oder auch bei Erfolgen stehen wir dir als professioneller Gesprächspartner zur Seite und sind frei von Emotionen. Denn Emotionen beim Vermögensaufbau richten meist mehr Schaden an, als es ihnen Nutzen bringen. Schau dich doch gerne auf unserer Seite www.transparent-finanz.de um. Dort siehst du zum Beispiel auch den Vergleich der einzelnen Produkte anhand der Kosten. Und nimm dann gern Kontakt zu uns auf, sodass wir dann individuell schauen können, wo wir dich unterstützen können.